I look absolutely disgusting. I'm really, really sorry. Eigentlich nicht, was mir eigentlich echt kackegal ist. ich bin's wieder, eure Anna Martina. Ja, falls ihr mich nicht kennt, dann weiß ich nicht, was ihr hier chillt. Nein, just kidding. Abonniert mich, falls ihr mich nicht kennt. Und abonniert mich auch auf Instagram, weil ich da viele Scheiße poste über Fashion und mein verwirrendes Leben. Und genau, aktiviert mal diese Bell, Leute, falls ihr es nicht tut. Weil wisst ihr, was mich echt traurig macht? Irgendwie voll vielen Leuten werden meine Sachen nicht angezeigt. Irgendwie auf YouTube und bekommen meine Videos gar nicht mehr. Und deswegen werdet ihr notificated. Aber darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Und zwar, also erstens sehe ich eklig aus, weil ich wohne unter so einem Dachfenster, wie ihr seht. Mein Zimmer hatte im Sommer 80.000 Millionen Grad. Also wirklich, ist wie in so einer Sauna. Ugh. Und ich habe gerade Mittagsschlaf gemacht, weil ich so müde war. Aber ich bin aufgewacht, gerade, sorry für die ekligen Details, aber weil ich so geschwitzt habe und weil es so eklig ist. Und meine Haare sind einfach nur... Ich habe sie gestern einfach gewaschen und sie sehen so aus, als hätte ich sie so seit 20 Jahren nicht gewaschen. Aber egal. So, ich habe jetzt geduscht und ich dachte mir, weil ich habe irgendwie immer noch Zeit und... Ich habe jetzt überlegt, ob ich Videos schneide oder was anderes mache. Ich habe mich für was anderes entschieden. Und zwar habe ich noch einen ganzen Stapel Post von euch. Da hinten liegt sogar noch viel mehr. Also erstmal danke an alle, die mir geschrieben haben. Ich komme gar nicht mehr hinterher, muss ich zugeben. Mal ein bisschen noch was lese und darauf reagiere hier so on Video. Und ja, deswegen machen wir das jetzt mal. Oh, dieser Brief war von der Magdalena und es ging vor allem um mein Coming-out-Video und das ihr sehr geholfen hat und ich finde es mega krass, weil sie 22 ist und ich bin jedes Mal, wenn ich Briefe oder Nachrichten von Leuten bekomme, die älter sind, denke ich mir immer so, wow, freut mich irgendwie so voll, dass sozusagen meine Community nicht nur aus jüngeren Leuten besteht, sondern auch aus teilweise älteren und ja, nee, es freut mich echt richtig, richtig krass, so zu wissen, dass ich Leuten irgendwie geholfen habe. Oh, look at this. It's adorable. Oh, look at this. It says Love, Respect, Solidarity von der Vienna Pride. Und ein Armband. Oh mein Gott, das tue ich jetzt hier gleich zu meinen Armbändern dazu. Warte. Regenbogenparade. Oh mein Gott, das finde ich schon mega, mega süß. Ich freue mich gerade richtig auf den Brief. Schaut mal, das ist auch richtig krass. Es kam von einem Jungen und das finde ich auch mega cool. Also, dass meine Community so, ich glaube auch durch dieses Video vielfältig geworden ist. Also vielen, vielen Dank. Es ging auch um seine eigene Sexualität und ich finde es so toll, wie ihr mir eure Geschichten erzählt. Und ja, ich schreibe normalerweise immer oder versuche, wenn Leute den Instagram-Namen da hingeschrieben haben, auch anzuschreiben. Warte, ich glaube, wir schreiben jetzt mal kurz. Ne, wir lesen jetzt noch ein und dann schreibe ich, glaube ich. Hey, liebe Sarah, als allererstes mal vielen, vielen Dank für deinen Brief. Es hat mich wirklich mega, mega gefreut, was du mir alles erzählt hast und geschrieben hast. Und ich wollte dir bloß sagen, dass du es einfach machen wirst und dass ich verstehen kann, dass du Angst davor hast, dass deine weiblichen Freunde irgendwie... Ich bin so scheiße, was Zeitplanung angeht. Und mein Freund schreibt mir gerade so, ja, wir nehmen dann die S-Bahn in einer Stunde. Und ich bin hier so, you fucking kidding me. Ich brauche ungefähr noch 20 Stunden, bis ich fertig bin, ja. Das ist nicht okay. Und deswegen muss ich jetzt leider aufhören, die zu lesen. Aber ich habe jetzt auch einiges schon gelesen. Und jetzt muss ich mich echt mal fertig machen, weil, nochmal auf jeden Fall an dieser Stelle sagen möchte, Leute, ist, also ich bin wirklich 100% zufrieden, 100% selbstbewusst mit dem Thema Bisexualität jetzt mittlerweile und Coming Out und so weiter. Das ist gar kein Thema mehr für mich. Ich bin so glücklich, einfach weil ich es ausgesprochen habe, weil ich es gesagt habe, weil ich dazu stehe und weil es nichts Schlimmes ist. Es ist überhaupt nichts Komisches, irgendwas Seltsames oder sonst was. Was ich auch an der Stelle, glaube ich, mal sagen möchte, ist, dass ich, dadurch, dass das Video so ein bisschen, also mein Coming-out-Video ein bisschen trauriger, dramatischer und so weiter ist, dass ich damit nicht signalisieren wollte, ja, es ist jetzt was Schlimmes und was Komisches, so, man muss sich schlecht fühlen oder so, null. Sondern sozusagen, dass auch wenn es eigentlich was ist, was super normal ist und was auch niemandem schwerfallen sollte, dass es mir und vielen anderen, was ich ja jetzt auch aus den Briefen und generell Nachrichten
rausgehört habe. Also dass es halt trotzdem einem schwerfallen kann. Und diese Seite wollte ich euch einfach auch zeigen, um Leuten, die sich alleine fühlen, so alleine wie ich mich damit gefühlt habe, zu zeigen, dass sie eben nicht alleine sind und dass sie diesen Schritt nur gehen müssen, dass sie sozusagen zu sich stehen müssen, dazu stehen müssen, wen sie lieben und dass es dann eigentlich alles besser wird. Und genau, das wollte ich, wieso habe ich, sieht immer so grauenvoll, wenn man Foundation auf den Lippen hat. Das wollte ich eben nochmal sagen und ja, genau. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf mein Make-up gerade, weil hier müssen wir ein bisschen speedy werden, Leute. Oh, Peepers. Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie einfach so happy. Ich glaube, das habe ich gerade in diesem Vlog schon einige Mal gesagt. Aber ich hoffe, ich kann diese Positivität und diesen Mut ein bisschen an euch weiter transportieren. Ich weiß auch nicht. Also, ich bin einfach so. Ich weiß, dass das Leben sozusagen gut ist. Egal, was passieren wird, weil meine Einstellung darüber entscheidet, wie mein Leben ist. Ich kann genauso jetzt die ganze Zeit rumsitzen und mich über Sachen beschweren, die halt nicht so gut sind. Aber ich kann genauso die ganzen Sachen aufzählen und darüber nachdenken, die halt in meinem Leben gut laufen. Und das macht einfach so den Unterschied, weil wenn ich dann sozusagen an die guten Sachen denke, dann geht es mir auch gut. Und wenn ich an gute Sachen denke, dann kommen auch wieder mehr gute Sachen auf mich zurück. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, I don't know, it's just... Ach, das Leben ist einfach genial. Vielleicht liegt es daran, dass jetzt Sommerferien angefangen haben und so weiter. Aber ich bin einfach nur krass obsessed und ich freue mich so auf einmal. Und ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache, weil ich tue mir heute wieder Kontaktlinsen rein. Blaue, ich finde die so toll. Und ich glaube, ich tue die jetzt erstmal rein, bevor ich meine Lashes mache, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Und oh, meine Nägel sehen schon wieder grauenhaft aus. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, aber ja. Tja, ich bin gerade am Bahnhof und warte jetzt auf meine Friends. Irgendwie, meine Haare sind vom Fahrradfahren, ich bin gerade Fahrradfahren, so fettig geworden. But that is my look. Und warte, ich zeige euch mal so ein bisschen mein Outfit. Ich habe so ein Fanny Pack, huge Jacke, Rock und Dogs und ja. Ich weiß nicht, wie ich die Idee gerade finde, dass ich meine Kamera mitnehme. So, nicht, dass ich kaputt mache, verliere oder irgendwas. So beim Feiern und so. Aber, whatever. Und ich mache meine Haare gleich anders. Es ist gerade so heiß. Ich muss gleich meine Jacke ausziehen. Jetzt kommt Hauptsicht. Seht ihr es? Der rutscht richtig. Ja. Mach doch einen Dichtlingmeter. Dichtlingometer. So. Alkoholometer. Oh. Told you. Du hättest es wegfliegen müssen. Ja, am besten so. Hier rauf und runter. Wie kann man das so erklären mit dem Dichtlingometer? Jetzt musst du einblenden. Ich hab's selber noch nicht verstanden. Im Video einblenden, so wie so ein Barometer halt. Das ist halt dann so, ja, so voll explodiert. Aber wir erst mal Tutorials anschauen, wie es geht. Aber ja, das wird so eingeblendet, dann kommt hier so Dichtlingometer und jetzt ist es so auf Null, weißt du? Ach so. Und dann später? Ja, alle Stunde oder so halt irgendwie so ein Video und dann so irgendwie. Und dann entsteht irgendwas Witziges, irgendeine witzige Story. Okay, Freunde, the struggle is real. Ich bin gerade am Schneiden und ich versuche die ganze Zeit ein Drankometer zu erstellen. Ich habe mir so ein Tutorial angeschaut, wie man sowas macht, also wie man so ein Speedometer, also für Geschwindigkeiten erstellt bei Excel. Und ich habe so ewig gebraucht und ich habe es nicht geblickt, deswegen leider gibt es doch kein Drankometer. Ich habe es versucht, Leute. Aber eigentlich ist es eh scheißegal. Und was ich auch nochmal kurz sagen wollte, jetzt wo ich so den Blog im Nachhinein anschaue, ich versuche jetzt nicht irgendwie zu sagen so, oh, Alkohol ist cool oder irgendwas zu promoten, so feiern gehen oder sowas. Ich möchte euch halt nur generell halt einfach einen echten Einblick in meinem Leben zeigen als, you know, Teenager, der halt auch natürlich mal was feiern geht und trinken und bla. Und ich finde es halt krass unnötig, wenn Influencer oder so einen auf so, ja, ich trinke nie, aber dann halt in Real Lives doch tun, aber dann irgendwie so lügen und so. Just be honest, wisst ihr, was ich meine? Weil, ja, that's that. Hashtag Werbung. Ich mache kein Foto. Ihr seid live on Le Chorges. Too much. Ich habe noch nie Prosecco aus der Flasche getrunken. Ich bin so ein. It's a very big friend. Und ich bin arrivé à Munich. Wir latschen jetzt durch Munich und suchen jetzt erstmal ein Restaurant. Irgendwo zu essen, vielleicht auch was zu sippen. Cheerio. Und Rotkäppchen. Ja, wie gesagt, ich supporte den Rotkäppchen gar nicht. Ich finde, es ist kein gutes Tröpfle.
muss man einfach mal so staten. Also, oh, don't sponsor mehr. Oh, echt so, don't sponsor mir, Rotkäppchen. Das wollen wir nicht. Ökologisch nicht. Wir trinken hier unverpackte, verpackte, ist jetzt Plastik. Hallo. You ready? Aber wir faken ja nicht. Warte, nein. Ja, aber wir müssen mal fokussieren. Oh, warte. Oh. Fuck. Seht mal drauf. Digga, der klebt schon halt. Zieh weg. Digga, das ist gutes Material, es geht nicht weg. Ja, okay, hier. No, no, no. Oh, don't you dare. Okay, hey Leute, das ist mein Elevator Pitch. Wir sind, Okay, cut. Ich fühle mich wirklich alleine verletzt. Okay. Ich bin jetzt alleine noch. Ich mach mal. Mhm. Also Leute, Elevator Pitch, A und O. Mhm. Das A und O einer guten Party ist gute Musik. Also du bist ein DJ, das haben die Leute glaube ich noch nicht ganz verstanden, ja. Aber jetzt haben sie es verstanden. Okay. Ich finde es gut, Feedback ist gut. Machen wir es nochmal neu. Okay. Jetzt kommt's. Was mit dem hier? Leute, das A und O einer guten Party ist gute Musik. Was braucht man dafür? Gute DJs. Findet man nicht die Sand am Meer. Gut, dass es tot ist. Aber vielleicht ein Starnberg. Yes, boy! Hier im kleinen St. Gallen, wo ungefähr 70.000 Leute leben, können wir die krankesten Partys schmeißen. Ich auch vor allem nicht Vlog, sondern Vlog. Also ich sag Vlog, ist das so falsch? Erklärst du eben. Du bist die Ich finde halt Vlog ist so, du sagst also ja auch nicht Vlog. Ja, das weiß ich. Nein! Hey! Ich wollte dich nur aufklären und zwar, ich habe ja blaue Augen und das sieht man jetzt nicht mehr. Ich habe auch blaue Augen. Aber ich habe meine Frisur gechanged und wir sind jetzt in Schwabing, Munich City Live. Ich habe noch Lip-Shit drauf getan und warte, fokussiere mal. Kleine Ho, fokussiere! So, ja. Herr, wir können doch nicht ohne Hagel und Engel laufen. Ja, doch, können wir schon. Ruf die mal an. Weil ich verpasse nicht. 39%. 39, weiß ich, dachte, du sagst es nur 3. Ich will dich erreichen können. Okay. Sandwich Toast und es fokussiert. Ja. Die sehen aus wie deine Eltern. Das ist so eine Tiefe. Dass man so mehr warten als ich. Okay. The Plug, wie ist dein Drunkometer? Kannst du es an der Seite so einblenden? Ja, ich wollte so ein Drunkometer halt echt einblenden. Skala von 1 bis 10. Wo ist der Free Drink? Danke dir. Wo hast du die? Holen wir uns. Da. Le Bar. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the bank of that hard drive land. Liquid spirit. Liquid spirit. Okay, Seli, erklär mal, was wir jetzt machen. Also, wir laufen jetzt gerade zum P1. Mhm. Wir sind im Hofgarten, haben gerade die U3 genommen. Okay, wie ist dein Dichtlingsbarometer von 1 bis 10? Sagen wir mal 8. Aber, der steigt noch. Nee, wir sind noch nicht mal angekommen. Ich bin eher so auf einer 5, allerhöchsten. Echt? Ja. Aber ich muss morgen arbeiten. Ich nicht. Schau mal, dieses sexy, dieser Angle. Da sieht man aber sehr viel, oder? Ich hab mich vorgegangen, weil du hast eine Bürste. Sie so, nee, und haben wir so richtig lange geredet. Die war so lieb einfach. Sind ihre Freundin kennengelernt. Sie sah aus, als hätte sie aufgespritzte Lippen, aber sie war trotzdem echt. Guten Morgen, beziehungsweise guten Nachmittag. Es ist 2:30 und ich bin gerade aufgewacht. Ich hole mir gerade meine Stimme. Sorry. Ich hole mir jetzt gleich Frühstück.
Dann werde ich eine Mischung aus aufräumen und packen gleichzeitig. Aber vor allem erstmal packen und dann alles, was übrig bleibt, halt so aufräumen. Jo Leute, ich bin jetzt irgendwie relativ weit mit dem Packen. Also, keine Ahnung, ich bin so ein Mensch, ich kann eigentlich nur wirklich so last minute packen, weil ich dann die ganze Zeit denke, so ja, das packe ich dann an, was brauche ich noch so, mein Computer, Zahnbiss und sowas. Aber ich war so in 1 bis 2 Stunden noch nach München zur Hanna, weil ich sie noch sehen will. Aber eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Lust gerade so. Ich wohne ja außerhalb, halt mit der S-Bahn so 35 Minuten reinfahren und erstmal zur S-Bahn kommen. Und ich bin gerade in so einem kranken Gammelmut heute eigentlich. Sollte einfach so ein richtig guter, normaler Kater-Sonntag sein. Wobei ich echt sagen muss, dass ich irgendwie null verkatert bin. Was seltsam ist, ist, ich meine, so viel habe ich auch nicht getrunken, aber normalerweise, ich trinke so 2 Bier, war so nicht mal wirklich angetrunken oder so. Und am nächsten Tag spüre ich so das Kopfweh. Deswegen bin ich äußerst fasziniert davon. Es gibt auch so diese Menschen, die so, ja, ich hatte noch nie einen Kater. Und die so jeden Sonntag, nachdem sie ungefähr 20.000 Liter getrunken haben, so richtig fresh sind. Ich denke mir so, ich will auch. Und wie macht ihr das? Weil, ja. Aber, today not, I don't know why. I really don't. Le George, was mein Spitzname ist, ist jetzt on the way. Ich laufe jetzt zum Bahnhof und oh, ich habe eigentlich gerade so Lust, in den See zu springen und dann irgendwie auf einer Luftmatratze 10 Stunden zu liegen. Aber andererseits freue ich mich jetzt irgendwie doch, also an sich die anderen zu sehen, freut mich sowieso, aber essen zu gehen, weil wir gehen wieder ins Zeitgeist, wo wir gestern auch waren, wo ich diese leckere Bowl gegessen habe. Eigentlich richtig fail und richtig langweilig, aber ich hatte noch was anderes vorgeschlagen und sie meinte so, ja, lass da hingehen. Beziehungsweise ich hatte es erst vorgeschlagen, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Und weil ich in dem Moment gerade irgendwie, ich habe gestern so richtig entschieden, ob ich die eine Bowl nehmen soll oder die andere. Und dann jetzt kann ich hier heute die andere nehmen, die ich gestern auch nehmen wollte. So, ja. Und ich hoffe so sehr, dass ich niemanden treffen werde, den ich kenne, weil ich bin nicht in der Laune, jetzt mit Menschen zu kommunizieren. Warte, ich zeige euch mal kurz, was ich höre. Wahnsinn. Young Huan 1220. Ich bin eigentlich, ich glaube, wenn man mich nur so Instagram-mäßig kennt, dann irgendwie denkt man nicht so, dass ich so teilweise end so, I don't know, like, keine Ahnung, ich liebe halt generell Hip-Hop und bin dann immer so richtig so. Okay, auch ich meine, die Brille, es sagt eigentlich alles, wir brauchen euch gar nichts mehr sagen, aber. He is just the king. Ich liebe die Musik einfach nur so abnormal. Oh. Okay. Sind wieder back hier. Und wir saßen literally gestern, glaube ich, entweder an dem Tisch oder wir saßen auch hier. Machst du die ganze Woche? Machst du die ganze Woche? Nee, ich habe gestern habe ich gevloggt. Nur gestern und heute. Und gestern hatte ich, wo ist es, diese Buddha Bowl. Und jetzt glaube ich, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich einen Salat. Vielleicht nehme ich eine Bowl. Ciao, Alpha nur. Ja, zu spät. Aber es sieht richtig krass geil aus. Und ich habe mir ein bisschen Fisch gegönnt. Ich muss sagen. Ah, ich sollte nicht vloggen, wenn ich über die Straße gehe. Das ist echt krass dumm. Der Bewachungsdienst. Ja, ja, ich. Aber es, ja, es fokussiert nicht was. Auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich so fertig bin. Wir haben gerade festgestellt, dass wir das.
Bedürfnis haben, unsere Hose aufzumachen und uns irgendwo auf die Straße zu legen. Was keine gute Idee ist, das wissen wir alle. U-Bahn. Hat jemand Hunger? Hani ist dann beide home und dann werde ich dich erstmal zu Ende packen und dann richtig. Hey Fam, ich bin jetzt zu Hause und mein Koffer ist jetzt fertig gepackt. Meine Nase ist rot, ich habe da gerade Pickel ausgedrückt. Mini-Pickel. So, ihr wisst, was ich meine. Ew, wir müssen da jetzt echt nicht. Ew, meine Nägel. Ew, ich. Trigger. Eigentlich wollte ich was anderes sagen. Dass mein Koffer fertig ist und dass morgen losgeht. Und ihr werdet mich wiedersehen gleich. Also nicht, nein. Also ich vlog morgen weiter, aber dann einen neuen Vlog. Und keine Ahnung, wann der online kommt. Bald. Bald. Ja. Subscribe. I don't know. Follow me on all of my social media. AX, Anna Valentina X auf Instagram. Oder Cupcake Clip auf Snapchat. Ich war 12, als ich diesen Username gemacht habe. Das ist echt peinlich. Aber ja. Ich habe gerade keine Lust aufhören zu vloggen, aber ich weiß, dass ich schlafen gehen muss. Wisst ihr, Leute, ganz kurz, kurzes Real Talk. Ich muss aufhören. Nein, und zwar, mein Schlafrhythmus ist so im Arsch. Einfach nur. Also, I swear to God, irgendwie so wegen so. Ich weiß nicht warum, aber sagen wir so, in letzter Zeit, das ist eigentlich immer, ist es bei mir so, dass ich endspät ins Bett gehe, dann. Wenn ich Schule habe, dann komme ich nach Hause und schlafe ich 4 Stunden. Und dann bin ich wieder die ganze Nacht wach, so, you know. Und jetzt, weil ich halt so ein viel weg war, so feiern und sowas. Also wegen Schuljahresende und darüber shit. Und die ganze Kacke ist einfach noch schlimmer. Es ist schon relativ spät, aber ich bin nicht müde, aber ich werde morgen. Was ist eigentlich mit mir los? Sterben. Yay. And that's me with a towel. I'm very confusing. Ich ziehe dieses gerade Video so unnötig in die Länge. Leute, kommentiert mal. Kommentiert so ein Kartoffel-Emoji, wenn ihr gerade immer noch da seid. Aber wir lassen das jetzt. Ihr kommentiert Kartoffel, wenn ihr es bis zum Ende geschaut habt. Und ich Kartoffel gehe jetzt Kartoffel schlafen. Also Kartoffel. Manchmal frage ich mich, was eigentlich mit mir falsch ist. Ich.